Jo Leute, hi, wir müssen reden. Ja, wisst ihr, ich bin so auf YouTube unterwegs, wie viele Leute, guckst du meine täglichen Hentais, nicht auf YouTube, sondern auf, egal, guckst du meine täglichen so MMDs, so, ne, die tägliche Ration an Drogen, kennt man ja, ne, so Nightcore. Und doch so ab und zu bisschen so, ne, paar Let's Plays, Bezug auf Doom, ne, und ich habe ja so ein paar Leute, die ich abonniert habe in dem Bereich Doom. Einer davon ist so Kills Alone, der Typ hier unten. Und der droppt einfach mal ein geiles, schickes Video. Wo ich mir so denke, Junge, das kennst du doch. Aber Nani? Oh my wow. Ja, also ich schnell das Video pausiert. Ich habe es dann später noch angeguckt, klar. Aber ich war erstmal so gehypt, alleine von dem Schriftzug hier, dass ich dachte, danach musst du googeln. Also ich dir nichts gedacht, okay, googelst du und finde das hier. Doom for Vanilla, ne? Wir kennen ja alle Doom for Doom, also das, womit man Doom 4 mittels GZ Doom spielen kann. Habe ich ja schon Let's Plays so gemacht, kennt ihr alle, die auf meinem Kanal guckt. Und das hier sieht echt genauso aus, aber laut der Schrift und laut der Beschreibung hier für Vanilla Doom. Ich habe dann auch noch eine andere Seite gefunden, und zwar die wahrscheinlich Originalseite, die hier. Ja, in Russisch, viele Doom-Entwicklungen kommen aus Russland. Einfach weil dort eine sehr große Community ist, was Doom angeht, allgemein. Allgemein hat Doom eine extrem große Open Source Let's Play Gemeinschaft, Community, whatever. Das ist ja wie gesagt nicht nur bei Doom, auch bei Mindtest sind sehr viele Sachen aus Russland. Ja, wie gesagt, die Mod hier stammt wohl offensichtlich auch aus Russland. Hab das hier gefunden. Und ja, man sieht schon die Grafik. Aber es läuft tatsächlich alles unter Vanilla Doom. Bumm. Und zwar nicht nur Vanilla-like Port, ne, kennt man ja, sowas wie Limited Removed Port oder sowas wie PR Boom, also Sachen, die zwar Vanilla sind, aber halt nicht Vanilla. Aber diese Mod hier sieht atemberaubend geil aus und läuft tatsächlich unter der Original Doom 2 Exe. Krank. Dachte ich mir, muss ich haben. Gedownloadet. Und genau das werden wir dementsprechend jetzt heute zusammen zocken. Ich habe es wie gesagt auch natürlich schon angezockt, ganz klar. Ich weiß gerade gar nicht genau, damit habe ich gespielt. Wir können Chocolate Doom. Ah doch, so machen wir. Okay, so, das heißt, wir nehmen wieder unser Vanilla Let's Game Kack Dings da. Record.vanilla. Und klatschen hier diesmal nicht Doom Sigil rein, sondern wir spielen Original Ultimate Doom. Ich mache auch nur jetzt erstmal die 4 Aufnahmen. Ne, es wird also wirklich komplett special only. Einfach weil es geil ist. Und ja, wie gesagt, ich spiele jetzt natürlich mit GZ Doom, einfach des Let's Plays wegen. Aber es ist halt auch... Oh, ja, okay. Okay. Doom 4V ist wohl scheinbar nicht mit Ultimate Doom kompatibel, sondern wirklich nur mit Doom 2. Interessant, dann müssen wir natürlich auch Doom 2 benutzen. Muss ich dann später noch meine Aufnahme umbenennen. So. Und man sieht schon, alles ausgetauscht. Die Enemies aus, ne? Waffe. Aber wie gesagt, alles andere. Ansonsten ist es nur bei mir so hell oder ist es bei euch auch so? Ich weiß nicht wie. Oh, 1,8. Sieht schon besser aus. So, Flashlight gibt es hier leider keins. Warum war das so hell eingestellt? Was haben wir denn zuletzt gespielt, dass die Aufnahme so hell eingestellt war? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, auch die ganzen Items hier sieht man, ist alles wie bei Doom for Doom.
Aber ich möchte es vielleicht nochmal. Man möchte hier ja nicht pingelig sein. Damit man das wirklich nochmal gesehen hat. Wie gesagt, Chocolate Doom ist wirklich 1:1 Vanilla Doom. Alles was hiermit läuft, läuft auch mit dem Original. Ich könnte jetzt natürlich auch in DOSBox Vanilla Doom starten, aber dann müsste ich jetzt wieder in Dateien reinkopieren, weil. Ja, ist halt DOS. Was soll ich jetzt machen? Genau, P-Rods. Perfekt. So. Und man sieht, es läuft einfach aus. Ja, ist ein bisschen lauter eingestellt. Es läuft, wie gesagt, auch unter Vanilla Doom. Und das ist halt absolut geil. Heißt also, wie es schon in dem Forum-Thread stand, prepare your, was haben die geschrieben? 386 oder war es 586? Und was haben sie da geschrieben mit hol deinen alten Rechner wieder raus auf Deutsch? Ja. Und genau das tun wir quasi. Ja, es gibt natürlich kleine Unterschiede. Heißt also, die Waffe hier hat ja normalerweise Endless-Munition und natürlich hier drin hat es natürlich keine Endless-Munition. Man sieht, wir haben jetzt 55 Schuss und jetzt noch 54 Schuss. Von daher ein paar Unterschiede sind da schon. Aber wie gesagt, die Grafik ist die gleiche. Also jetzt die Enemies, sage ich jetzt mal. Die Waffen sind die gleichen. Es ist halt einfach geil. Von daher dachte ich mir ganz einfach, wie gesagt, ich hab privat ein bisschen durchgespielt. Ich habe es auch mal mit Doom 64 gespielt, was wir auch mal spielen müssen im Let's Play. Wir haben noch so viel offen, wir müssen noch so viel machen. Wir müssen noch Heretics machen, wir müssen noch Strafe machen, also die Sachen, die gar nichts mit Doom zu tun haben. Dann müssen wir auch noch Final Doom spielen, also Plutonia und TNT. Es ist einfach so viel, was wir noch machen müssen. Das Problem ist halt bei Final Doom, das wird halt leider ein bisschen schwieriger, weswegen ich da immer so ein bisschen Bammel vor habe, das in einem Let's Play zu machen. Weil wenn ich hier natürlich privat abluse und dafür eine einzige Map 3 Stunden brauche, da denke ich mir so, okay, blöd gelaufen. Aber wenn wir dann irgendwie im Let's Play an einer Map 3 Stunden festhängen, ah ja. Weiß ich immer nicht, ob das immer so schön ist. Von daher. Und ja, diese Viecher greifen nicht an. Heißt also, ich brauche auch keinen Raketenwerfer, weil ich kann die einfach so direkt... Also, die greifen natürlich schon an, aber haben nur Nahangriff. Wobei die Viecher bei Doom for Doom gar nicht vorkommen. Die kannst du zwar manuell spawnen, aber sie von alleine spawnen echt selten. So, ein bisschen Munition sparen. Wir haben nur noch 29% Leben. Okay, ist nicht so viel. Aber wir haben ja noch in dem Exit-Raum haben wir noch ein bisschen ein paar Health-Packs. Aber hier noch was? Hier haben wir auch noch ein bisschen Health-Pack. Haben wir nicht Kettenwege? Nee, und wie gesagt, gerade solche Sachen wie halt Doom 64 will ich halt auch noch durchspielen. Und zwar sowohl das originale Doom 64, also wieder mit GZ Doom natürlich, klar, aber jetzt vom Feeling her halt Vanilla. Und dann gibt es natürlich für Doom 64 auch nochmal Brutal Doom 64. Also quasi, ja, ist so vom Feeling her wie Brutal Doom 19. Also das Original Brutal Doom, so wie ich es kennengelernt hatte damals. Nur halt mit Doom 64, also nochmal ein bisschen. Für alle, die es nicht wissen, Doom 64 ist ein bisschen gruseliger so angehaucht als Doom 1 und 2. Da hat man sich tatsächlich ein bisschen mehr Mühe gegeben, das Ganze so ein bisschen in so Horror-Flair zu setzen, weil Doom 1 und Doom 2 ist ja eher so Kindergarten-Niveau, was jetzt so den Gruselfaktor angeht. Und ja, Doom 64, wie gesagt, war da schon ein bisschen weiter. Und dementsprechend...
Doom vor. Ja, dementsprechend das nochmal mit Brutal Doom kombiniert, ist eine geile Kombo. Und genau deswegen möchte ich das auch nochmal durchspielen. Wie gesagt, ich möchte aber auch die Vanilla-Variante durchspielen. Deswegen werden wir da also noch viel vor uns haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals schon in die Liste eingetragen hatte. Wo war das jetzt da? So, TNT. Ja, hier. Hier ist mir einfach alles. Ich werde sterben. Genau, TNT, Plutonia, also hier Final Doom, der Doom the Way It Did, Hellbound, Doom 2 Reloaded, auch geile Map Packs, dann halt Hexen und Heretic. Ja, Crispy Doom ist quasi das Vanilla Doom Projekt, was wir letztens schon gemacht hatten. Das heißt, ich könnte das quasi sogar schon wieder rausstreichen, keine Ahnung. Dann halt Sunlost und Alien Vendetta, Alien Vendetta oder wofür stand das V? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Glaube ja. Ja. Und dann, wie gesagt, hier Brutal Doom 64. Bam. Wobei, wir können hier natürlich, setze ich das gleich mal direkt nochmal dazu. Doom 64 Vanilla. Weil, ist auch geil. Ja, haben wir also echt noch eine ganze Menge vor. Und ich weiß nicht, wann wir das alles schaffen sollen. Wird noch eine ganze Menge werden. Egal, das war's auf jeden Fall erstmal mit heute. Dann kommen wir also morgen zur zweiten Map. Ja, eben. Aktuell laufen haben wir auch noch zwei Dinger hier, ne? Wird spaßig die nächsten Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende.